Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und der Öffnung des Better Fishing Adventskalenders. Wie ihr ja mitbekommen habt, sicherlich gab es gestern leider kein Video und keine Öffnung. Türchen 18 war gestern dran, heute ist 19 dran, hier oben. Aber leider habe ich es gestern zeitlich nicht mehr geschafft. Ja, deswegen öffnen wir heute Türchen 18 und 19. Hatte ich ja schon mal vor ein paar Tagen, dass ich zwei Türchen an einem Tag geöffnet habe. Ja, und das machen wir jetzt einfach mal so. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich da nicht jeden Tag vielleicht so ein Video hochladen kann. Aber ich habe halt auch privat noch was anderes zu tun. Und deshalb konnte ich das leider nicht machen. Und abends um 10 Uhr muss ich das auch nicht mehr machen. So, da haben wir heute oder gestern Türchen 18 hier nochmal. Warte mal, ich hole mal den. Oh, da haben wir heute einen Köder von Berkeley drin. Oh, geil. Das finde ich ja schon mal richtig gut. Da haben wir den Berkeley Powerblade in drei verschiedenen Farbvarianten. Fische ich sehr gerne die Teile. Habe ich mir auch schon mal in einer anderen Farbvariante geholt. Leider habe ich den irgendwo versenkt, ich weiß auch nicht mehr, und danach habe ich die Farbe auch nicht wieder gekriegt. So, und zwar haben wir hier drei Stück in der Größe 49 mm und 11 Gramm schwer. Also eigentlich richtig, hier, ich zeige es nochmal, coole Dekore, das da oben sieht so aus wie eine kleine Regenbogenforelle. Das da unter, naja, keine Ahnung, auch irgendwas, die Beine. Aber die laufen richtig gut. Also die habe ich selber schon gefischt, die Teile, und die fangen halt auf. Geile Sache. Fängt schon mal richtig gut. Das war Türchen 18. Wie gesagt, ich packe das immer wieder ein und dann am Ende des Adventskalenders werde ich das alles mal zusammen auf den Tisch haben. Jetzt kommen wir zu Türchen 19. Da haben wir, na komm her, du kleiner Lumpi. Da haben wir einen Köder von Balser drin. Ein Crankbait im Barschdekor. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Ich hole ihn mal raus. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so eine extra Weihnachts-Edition ist. Wartet mal, der hängt sich auch mal fest hier hinten. Weil hier vorne steht auf der Packung Merry Christmas. Also es könnte so eine Weihnachtsedition sein. So. Und zwar haben wir da, kann man jetzt vielleicht besser erkennen, schönes Barschdekor. Auch ultrascharfe Haken. Ist so von der Form her wie von Index hier, wie heißen denn die Chubbies oder wie sie heißen? Ich weiß es jetzt ja auch nicht mehr genau. Und da haben wir hier eine Länge von 45 mm und 5 Gramm. Mal gucken. Bin ich auch mal gespannt. Ja, Farbe ist Dark Perch. Bin ich mal gespannt. Die Augen sehen irgendwie aus. Ja, das muss ich mal probieren. Also die Augen, das könnte so ja sein, dass sie UV-aktiv sind.
Das muss ich mal ausprobieren. Habe ich jetzt bloß die Lampe nicht da. Aber das teste ich mal und sage euch dann auch Bescheid. So, den haue ich jetzt hier auch wieder rein. Der kommt dann am Ende des Adventskalenders auch wieder auf den großen Tisch. Und dann gucken wir uns das alles nochmal zusammen an. Da werde ich dann vielleicht auch mal Preise raussuchen, was die einzelnen Sachen so im Handel kosten. Und dann gucken wir mal, was das alles wert ist. So, das war jetzt Türchen 19. Das war es dann auch schon wieder von mir. Morgen, wenn ich schaffe, ich hoffe es, ist Tür 20 dran. Und dann haben wir nicht mehr allzu lange bis Heiligabend, bis zu 24, bis zum großen Päckchen. Bin ich sehr gespannt drauf, was da drin ist. Mal sehen. Ja, wie gesagt, das war's von mir. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ja, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video von mir. Und dann sehen wir uns morgen. Macht's gut und wie immer, ein dickes Petri Heil.